Unterschlupf 3300 Meter und hopp. Und zack. So. Zack, 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 zack. Jetzt können wir das Ganze noch hier wieder auffüllen. So, jetzt machen wir hier noch den Weg zu. Ja, da habe ich glaube ich genug dabei. Dann kann man hier auch das Ganze verlängern mal ein bisschen. So. Sehr schön. Und das Ganze zumachen. Na. So, die müssen definitiv wieder ab. Und hier lang runter. Und hier. Gut. Hier. Zack, zack. Und die nächste Reihe. Kann man auch so machen. Dann spart man sich das Abholzen. Oder das Abbauen der Blöcke, die zu viel gesetzt sind. Sieht zwar ein bisschen doof aus, wenn man die ganze Zeit so baut. Das kann man übrigens reihenweise. Ne, das kann man so jetzt gerade nicht machen. Weil, zack, 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 zack. Jetzt kann man's. Man sieht zwar nicht mehr viel von der Landschaft, aber man kriegt zumindest die Gegend relativ schnell zu. Ja, das hat der Nachteil, wenn man so baut. Aber, na gut. Dafür sieht es mit der Minimap ganz gar nicht mal so schlecht aus. So, machen wir so, so. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Grund, wieso das ganze Ding hier hin muss. Du kommst mal weg. So, das sieht jetzt ein bisschen natürlicher aus, als wenn man hier sowas hinbaut. Hat auch den Grund, wieso kann man denken, ah, da ist der Hügel, man muss denn da um diesen Hügel rum. Hat den Hügel wegzumachen, die Straße so rumgebaut. Kann man so denken, ist auch so gewollt jetzt gerade. Naja, gut. Aber jetzt machen wir noch das Loch hier zu und dann brauchen wir die restliche Erde. So. Vielleicht schaffen wir es wirklich noch, dieses System hier komplett zuzufüllen. Noch zwei Block Erde nur noch. Ich glaube nicht, dass es dafür noch reichen wird. Hätte ein bisschen mehr mitbringen sollen. Na gut. Gut. Auf jeden Fall, man sieht, was es werden soll. Und vielleicht. Naja, ich glaube, wenn ich es nicht gleich mache, dann mache ich es gar nicht mehr. Ich glaube, wir holen dann gleich nochmal einen Stapel Erde. Oder zwei. Ich glaube, wenn ich es nämlich gar nicht mache, dann. Oder jetzt nicht mache, dann mache ich es gar nicht mehr. So. Aufgebraucht. Sieht schon geil aus, muss man sagen. Schön flach. So, dann machen wir hier eine Fackel hin. Da setzen wir auch eine hin. Da die Straße immer ab und zu mal ein bisschen beleuchtet ist, würde ich sagen, da auch noch eine hin. Nächstes da oben oder. Ach kommt, scheiß drauf. Was soll's, da setzen wir auch noch eine Fackel hin. Wir wollen auf jeden Fall erstmal noch Erde. Habe ich? Habe ich.
Zack. Ups. Und los geht's. So. Mal ein bisschen Erde und dann sollte das gut gehen. Sieht geil aus, was ich aus der Gegend gemacht habe, ne? Gefällt mir übrigens auch. Mit den Bäumen jetzt dazwischen, das war ja vorher alles kahles Gebiet. Sieht nicht schlecht aus, muss ich sagen. Und dieser Weg hier nicht rein. Sieht geil aus. Doch, muss man sagen. Ich wiederhole es mich, ich weiß, aber muss ich einfach sagen. Ich weiß, einfach nur geil ist. So. Drei Stapel Erde müssen reichen. So, dann schauen wir mal. Hopp. Ich dachte mal so einen richtig schönen Sprung. Hopp. Und hopp. Wow, kann hochspringen das Pferd. Ah, an der Treppe geht das nicht so gut. Sieht eher aus, als ob nur die Vorderpfoten hoch, Vorderhufe hochgehen. So. Und zack, zack, zack. Na, der kann weg. Pass auf, jetzt hätte ein Stack noch gereicht. Ne? Und zu das Ganze. Dann können wir hier jetzt auch noch mal ein bisschen schöner machen. Dann sieht das Ganze auch ein bisschen natürlicher aus. Ein bisschen Erde haben wir ja. So. Dadurch, dass wir das jetzt ein bisschen rangezogen haben. Sieht auch schon wieder ganz anders aus. So, und hier machen wir das Ganze auch. Bisschen mehr mit Abstand. Dadurch sieht das mit der Bahnstrecke dann nicht mehr ganz so schlimm aus. Sondern wirklich, als ob es so gewollt ist. Weil die Erde haben wir. So. Deshalb, also immer hier jetzt. Ja, das nicht. Und zack, zack. Ja. Wenn man hier noch so macht, da noch so und so, könnte das ganz geil aussehen. So, jetzt sieht man das ein bisschen anders. Könnte man wirklich denken, das ging so lang und man hat wirklich die Strecke nur oben lang gelegt. Sieht das nicht mehr ganz so künstlich aus. So, und auch auf dem Radar sieht das mit der Straße eigentlich, ja, die ist ein bisschen zu schmal, doch zu schmal geraten. Aber es sieht nicht stur wie da aus, wo jetzt der Pfeil hin zeigt, so knack knack, 45 Grad, sondern es ist ein bisschen weicher. Auch da sieht man den Übergang oben. Hier ist allein das, um einen Block zu verlängern, hier von 3 auf 2. Der Übergang ist ein bisschen weicher in dieses Muster. Als diese Sture dann. Deshalb, also ist schon gesagt, man kann viel mit dem Programm machen, aber es geht auch zu Fuß. Vielleicht doch einen Block breiter gemacht, die Straße wäre schöner gewesen. Könnte man natürlich jetzt noch machen. Ich bräuchte jetzt ja hier nur das ganze Ding. Aushöhlen, das geht eigentlich zum Beispiel. Wenn ich das jetzt so mache. Ich hoffe, mein Kies reicht noch. Dann geht das. Die Straße sah doch ziemlich schmal aus. So. Ansonsten brauchen wir Kies. Müssen wir nochmal Kies suchen gehen. Nein! Wegen einem einzigen Kies!
Ja, jetzt sieht die Straße auch gleichmäßig breit aus. Gut. Jetzt brauchen wir einen Kies. Einen einzigen Kies. Gibt's doch gar nicht. Wegen einem blöden Kies. Und hopp. Da ist Lehm. Ich weiß noch, wie wir hier Kies gesucht haben für die Fläche hier. Ich glaube, wir haben hier ziemlich viel abgegrast schon. Da ist Kohle, ich habe sie gesehen. Auch Eisen habe ich gesehen. Gut, die nehmen wir mal mit. Aber kein Kies. Ah. Habe ich es doch geahnt. Trotzdem kein Kies. Scheiße. Hätte ja sein können. Aber war nicht da. Ah. Holen wir erstmal die Kohle ab und dann. So. Gott. Da ist der Kies. Den brauchen wir jetzt noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Voll dran vorbeigelaufen. Gleich geht's unsere Schaufel hops. Ich glaube, wir gehen doch heute kein Holz mehr fällen. Nee, sieht nicht mehr dann raus. Wenn ich gleich hier alles abgeerntet habe. Ohne Schaufel. Ach, egal. Hauen wir mal kurz so ein Ding dahin. Noch die zwei Schaufeln da. Oh. Was mache ich denn heute? Machen wir das Ding mal kurz klein damit. Und dann geht's weiter. So. Wenn man schon Kies vorkommen hat, sollte man es auch mitnehmen. Ja, da ist schon wieder Kohle, die nehmen wir natürlich auch mit. Ja, ich mach mir schon Gedanken, wie ich die Folgen benenne. Hm, mal schauen. So. Kohle kommt mit. Und damit haben wir dann mehr. Mehr. So. Das ist auch ganz gut gewesen. Jetzt müssen wir hier noch wieder raus. Und hopp. Irgendwann mache ich da drauf nochmal ein Dach. Ich weiß noch nicht, was für eins, aber da drauf kommt ein Dach. Irgendwann mal. Irgendwann mal. So, war ich stehen geblieben? Ach ja. Da hinten war ich stehen geblieben. Wegen diesem einen einzigen Kiesblock. Zack. Oh, fertig. Als nächstes kommt dann die Brücke. Ja, als nächstes kommt die Brücke. Aber nicht mehr heute. Heute räume ich nur noch mein Inventar leer. Und dann beende ich die Aufnahme. Ich habe fast 2 Stunden voll. Und wenn es halt nicht mal vollständig 20 Minuten, dann wird es mal ein paar weniger pro Folge. Ja, weil, wie schon gesagt, ich hatte am Anfang der Aufnahme gesagt, dass ich noch Star Trek aufnehmen möchte. Und ja, jetzt noch irgendwas anfängt, dass sich vielleicht das nach ganz nach hinten schiebt, muss ich jetzt nicht haben. Da räume ich jetzt lieber das Inventar auf und beende lieber die Aufnahme. Zack. Und rein da. Halt, da rein. So. Du hast da oben hat geklappt. Das sieht man sogar von hier. Wow. Also wenn das da oben arbeitet, von hier, heißt das, dass auch die Öfen so weit arbeiten. Hm, interessant zu wissen. Die haben sogar ein Schaf drin. Ja. Das ist das Stadtschaf und das Stadt... die Stadtkuh. Nee, weil ich gerade gesagt, die vier Musikanten. Bremen, ne? Bremer Musikanten. Aber das war... Was war das? Pferd, Esel, Hund und Hahn.
So, Kies. Ja, packen wir erstmal da rein, ne? Eisen kommt da oben rein. Oh, Kohle können wir da oben auch mal drauflegen. Das ist gut. Die Teile können wir mal wegschmeißen. So viel brauchen wir davon nicht. So. Ja, das war's erstmal, ne? Wie schon gesagt, ich beende jetzt hier die Aufnahme. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft hier auf dem Channel Phantoms LP. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage Tschüss.